Die Sache ist halt die, das sind Taubers. Das ist halt irgendwie kacke grad. Huch. Stell doch keinen Frapper-Dapper ohne Sahne über einen offenen Kanal, du Idiot. Mach lieber zwei Doppel-Doppel darauf. Alles klar. Kommt so in einer Stunde. Und wahrscheinlich eiskalt. So wie du. Hier spricht Anarchy und ihr hört Freeway. Radio vom Volk für. Benötigen Einheit für möglichen 622. Verdächtiger läuft zu Fuß östlich die Murphy hinunter. 5-5 verstanden. Sieht er aus? Bestätige zu Fuß. Verdächtiger ist männlich und trägt eine graue Kapuzenjacke. 5-5 verstanden. Nicht auf unserer Route. Fragen Sie bloß nicht uns. Wir sind mitten im Downtown. 5-5, Sie sind jetzt allein. 5-5 verstanden. Soll Ramirez das machen? Wir sind hier beschäftigt. Danke für die Info. Ich wollte gerade was essen. Einheit. Tod, wir haben da ein C59. Möglicherweise ein entlaufener Primat. 1-3, verstanden. Bitte mein Glück mal hier in der Betthöhle, vielleicht finde ich da was raus. Diese hässlichen Tower sind, ey. Ich sag jetzt schon 45 Minuten ohne Scheiß, ohne diese scheiß Tower gefunden zu haben.
Aha, okay. Ja, das ist halt die Betthöhle, toll. Oh, cool. Das Bettmobil in Einzelteilen. Trainingsplatz. Schön, dass es Ihnen gut gehen soll. Ja. Tauwärts, also müssen das als Wehtürme nebenan sein. Ich probiere jetzt mein Glück hier nochmal, ey. Ist allerdings so gerade ein bisschen buggy, dass hier keine Missionsziele angezeigt werden. Ist der das möglich? Wir müssen den Kerl aufhalten! Meine Fresse, jetzt hör doch mal auf mich zu hauen hier, du gehst auf den Sack. Gut aus. Ich gehe jetzt einfach mal darüber. Das sind zwei Türme. Abermals hallo.
Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Weil, das sind zwei Türme. Verfügbare Einheiten, Statusmeldung gesendet. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Die Flinten. Ja! Lass, eine Keilerei! Das ist mir echt gerade zu hoch hier, warum ich jetzt hier nicht weiterkomme. Der Vorschlag und ich suchen jetzt erstmal eine kurze Lösung und wir machen dann gleich hier weiter. Irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Die Fledermaus sieht heute Nacht echt nicht gut aus. So, ich denke mal. Könnte sein, ich hab's gefunden. Ja, ich hab's gefunden. Ich zeige euch schnell, wo ihr hin müsst. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf den Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes.
Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Klare Sache. Der Pinguin hat Black Mask und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine patschigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Wird gern sehen, wie er sich da rauswinden will. Fingerabdrücke, zwei Tote. Der wandert in den Knast. Ja, und die Spurensicherung heimst den ganzen Ruhm ein. Dabei hab ich die... Ich zeige euch kurz, wo ihr hin müsst. Schnell reise ich hier hin. Fingerabdrücke gefunden. Nach mittlerweile eine Stunde hab ich's. Du guckst des ersten vor Ort. Er ist direkt über uns. Ich hasse dich. Nach einer Stunde habe ich es dann endlich mal geschafft, das Ding zu finden. Glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel, langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Alter, ist das krass. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins. Aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr.